Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Omsi. Der Omnibus-Simulator, das Add-on Wien mit dem Untertitel der Hochflurbus LU200. Also, viel komplizierter geht's mit dem Titel nicht, aber das passt auch ganz gut zum Spiel, das ist ja auch immer recht kompliziert. Ich wurde von mehreren Zuschauern gefragt, Mensch Harald, warum spielst du denn nicht nochmal den Omsi? Und da haben so viele Leute gefragt, dass ich mir gedacht habe, das machen wir jetzt nochmal, weil dann kann das ja nur ein Riesenerfolg werden. Und ich weiß aber noch, in den ersten 7 Folgen, damals hatte ich ja auch überhaupt keinen Plan. Also, einen Fahrplan hatte ich zwar schon, ja, aber keinen Plan, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich jetzt hier ins Handbuch von Wien reingeguckt, in dem Add-on und geguckt, ob da ein Tutorial ist, weil ich habe ja keine Ahnung mehr. Also jetzt habe ich ja noch weniger Ahnung als damals, weil das ist ja schon wieder, ich habe ja schon wieder alles vergessen, ja. Ich bin ja so alt im Kopf. So, und jetzt steht da im Handbuch Wien steht drin, pass auf, Alter, du musst aber schon gut fahren können, wenn du das machen möchtest, ja. Und wenn du noch irgendwie eine Einführung brauchst, dann guck besser nochmal in das Handbuch vom Urspiel, vom Hauptspiel, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sorry, ich kann hier nicht in Wien anfangen, das geht nicht. Auch wenn ich gesagt habe, ich mache Wien, das machen wir noch, aber ich muss erstmal ein Tutorial nochmal spielen und das ist leider nicht in Wien, sondern hier Grundorf. So, das möchte ich auf jeden Fall nochmal spielen, damit ich überhaupt so im Entferntesten eine Ahnung habe, was ich hier tun muss. Okay, wir brauchen natürlich, ganz klar, wir brauchen noch einen Fahrer. Der Unknown Driver ist langweilig, wir machen uns einen neuen. Und den nennen wir, lass mich mal kurz überlegen, wie könnte ich den denn nennen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Harry? So, ich habe auch nichts dagegen, wenn dieses Let's Play neben dem Euro Truck Simulator 2 künftig ein festes Let's Play wird. Dann müssen wir aber natürlich mal gucken, wie das ankommt bei euch. So, Geburtsdatum muss ich noch eingeben, ist klar. Harry ist ein sehr erfahrener Fahrer, ja. Erfahren, ihr versteht, was ich meine. Erfahren, ja. Fahren, kennt sich mit Fahren aus und, ja, ist schon langjährig erprobt, würde ich sagen. Ist geboren am 01.01.1900. So, mehr kann ich gar nicht einstellen. Bums, fertig, ja. Herr Harry. Das ist ja ein bisschen bescheuert. Na gut, egal. Und Bewertung Fahrstil, 100% Ast rein. Ja, das wird hier nicht mehr lange stehen, fürchte ich, ja. So, dann haben wir das hier gemacht. Können wir schließen. Dann haben wir ihn ja oben eingeplant, so. Und Grundorf ist jetzt hier, da ist die Tutorial-Mission, ja. Allerdings hat das Spiel überhaupt kein richtiges Tutorial. Ich muss also hier neben dem Handbuch hier ein bisschen ins Handbuch reinschauen, damit ich das euch zeigen kann. So, jetzt machen wir mal Start hier, damit wir nicht noch länger labern. 2,5 Minuten vergangen und noch gar nichts gesehen, ne? Aber so ist das bei Simulatoren, da braucht man ein bisschen Geduld. Ja, okay. Da sind wir jetzt in Grundorf und das ist ja kein Spiel, das sich wie ein Spiel steuert. Das ist ja immer das Problem, sondern das ist irgendwie, das steuert sich so ein bisschen wie ein Editor und deswegen ist das sehr kompliziert für mich. Okay, pass auf, da laufen schon Männchen rum. Es ist jetzt folgendes, ich habe hier jetzt Startbildschirm und Fahrerakte. Das habe ich im Handbuch gerade offen gehabt. Das haben wir schon gemacht hier. So, jetzt sind wir hier. Klicken Sie nur auf Start. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und, genau. Und jetzt sind wir in der aktuellen Kamera. Das ist die freie Kartenkamera. Mit dieser können Sie die gesamte Karte erkunden. In allen Sichten können Sie die Perspektive wie folgt verändern. Ich habe die Steuerung hier ein bisschen verändert, damit ich mit der rechten Maustaste mich umschauen kann. Sonst könnte ich im Bus nämlich mich nicht umschauen mit der Maus. Und ich möchte ja Tastatursteuerung haben und dann halt umschauen mit der Maus. Das bin ich ja so gewohnt beim Euro Truck auch. Ja, und jetzt kann ich hier hin und her und kippen und drüber und drüber und drüber und drüber. Okay, alles klar. Das ist jetzt nicht so spannend. So, als nächstes stellen Sie das Wetter ein. Drücken Sie Alt. Wieso denn eigentlich? Scheiß doch aufs Wetter, oder? Ach nee, okay, da steht, ich soll irgendwas einstellen. Also, Alt. Seht ihr? Und jetzt ist da oben das Menü offen. Und das ist echt wie ein Editor. Das hat mit dem Spiel eigentlich fast wenig zu tun. So, das vordefinierte Wetterszenario sommerlich. Wo ist denn Wetter? Da. Sommerlich. Genau. Bam. Hat sich nicht viel geändert, ne? So, Bus auswählen. Ich soll einen neuen Bus setzen. Drücken Sie wieder Alt. Da, neuer Bus. Ja, das ist noch alles recht logisch. Und Sie können nun Hersteller und Typ auswählen. Wählen Sie MAN und SD200, bla bla bla. SD280 wollen Sie? Warum? Keine Ahnung. Dann mache ich das halt, wenn es da steht. Und dann Betriebshof Grundorf ist richtig. Und dann Nordspitze Bahnhof. Also ich muss jetzt hier starten. Und dann sind wir hier Nordspitze Bahnhof. Bauernhof, nicht Bahnhof. Moment, wo muss ich hin? Nordspitze Bauernhof, nicht Nordspitze Bahnhof. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Hurra, hurra. Bumsfallera, das sind wir schon. Und was mache ich jetzt?
Gut, jetzt wird er da abgestellt, steht da. Richtig, so. Sie befinden sich nun in der Außenansicht, die sich mit dem Bus mitbewegt. Sie können mit den Tasten F1 bis F4 zwischen den vier verschiedenen Sichten wählen. Also, 1, Fahrersitz. Haha, genau. Und das ist der Knackpunkt. Jetzt kann ich hier mich umschauen. Das hätte ich sonst nur mit den Pfeiltasten gekonnt. Schaut, das ist mir doof. Also, damit komme ich nicht klar. Ich möchte da freie Sicht haben, ja. So, das passt. Dann haben wir, was haben wir denn da noch? Die Fahrersicht. Moment. Die F2, das ist so eine von hinten nach vorne Sicht. Zum Fahren wahrscheinlich nicht ganz so gut geeignet. Das geht vielleicht noch. Und das war irgendwie eine freie Sicht. Weiß der Geier. So, wir sind jetzt hier im Bus drin. Das ist aber schon mal richtig, ne? Genau. Drücken Sie C, um den jeweiligen Blick wieder auf die Standardausrichtung zurückzusetzen. Oder die Leertaste. Achso. Also pass auf, wenn ich jetzt hier runter gucke, zum Beispiel auf meinen Sack, auf meine Sackhaare. Ich habe ja keinen Sack, ich habe ja gar nichts, ne? Keine Beine, keine Füße, keinen Sack. Das ist ja üblich bei Simulatoren. Wenn ich da jetzt da runter gucke und dann drücke ich Space oder C, dann macht er FUP und er ist wieder da. Ist es nicht brillant? Das muss ich mir merken. So, zusätzlich gibt es zwei Spezialsichten. Mit Einfügen können Sie sofort und nur für die Dauer des Tastendrucks auf den Fahrplan blicken. Einfügen. Jawohl. Also, das Teil hier ist wieder mal so kompliziert wie eine Space Shuttle. Wie ein Space Shuttle zu steuern, das sehe ich schon. Ich erinnere mich düster, dass ich mir da auch so schwer getan habe. So, und damit mit POS 1 kann ich auf den Kassiertisch gucken. Apropos Kassiertisch. Da habe ich eingestellt, man kann ohne fahren, ohne kassieren. Das finde ich doof. Man kann auf einfache Art kassieren, das habe ich eingestellt. Und das mit der komplexen Art, das heben wir uns für später auf. Aber zumindest einfach kassieren, das ist schon mal wichtig. So, dann können wir wieder umblättern. Kriegen wir den scheiß Bus in der ersten Folge zum Laufen? Das weiß ich noch nicht so genau. Ja gut, auch hier kann ich die Tageszeit. So, die erste Fahrt sollten Sie besser erst einmal ohne Fahrgäste durchführen. Leute, das sehe ich genauso. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, was muss ich jetzt als nächstes machen? Ah ja, ich soll die Uhrzeit auf 10.15 Uhr ändern, damit der Bus vor uns bereits unterwegs ist. Also, damit er jetzt verschwindet, damit er abhaut. Damit er sich verpisst, damit er weggebeamt wird, teleportiert oder so. Moment. Ja, alt. Und dann haben wir hier die Uhrzeit. Bam. So, 10.15 Uhr will er haben, kann er haben. Das ist schnell passiert hier. Also ihr seht schon, das ist alles sehr, sehr, sehr editormäßig, nicht so spielmäßig, aber gut. Wenn das Ding dann mal läuft, dann ist es okay. Bums, weg ist er. Ha! Ich bin Gott, ich hab's geschafft. Okay, Tageszeit haben wir, können wir die nächste Seite gleich umblättern. Bus in Betrieb nehmen, jetzt wird's interessant, Freunde der Nacht, jetzt wird's interessant. Die Elektrik muss ich einschalten und zwar wahlweise mit der Taste E oder indem Sie den Schlüssel mit der Maus in das Schloss stecken und den Batterietrennschalter direkt über dem Schlüsselschalter drücken. Aha, das klingt ja ganz schön kompliziert. Also wenn ich jetzt E drücke... Aha! Di-di-di-di... Das ist doch oh, When the Saints Go Marching In, oder? Okay, und das kann ich jetzt auch hier mit dem... Ah, so, da. Genau. Kann man hiermit auch machen. Oder? Ah, nee. Ah, Moment. Ich muss reinstecken und dann da drauf drücken. Okay. Das ist ja brillant, hä? Ha, mein erster typischer Handgriff hier. Okay, alles klar. So, Bordelektrik ist an. Was kommt nu? Also, das ist die sogenannte Ivis Startmelodie. Und dann leuchten einige Warnlampen und diese und jene Beleuchtung. Keine Batterietrennschalter verfügen. Ach so, okay, es gibt Busse, da muss ich das Knöpfchen hier nicht drücken. Wahrscheinlich gibt es da kein Knöpfchen. So, mit der Taste M, beziehungsweise den Tasten Anlasser und Motorabschaltung, können Sie den Motor ein- und ausschalten. Also wenn ich auf 4 drücke, passiert gar nichts. Wenn ich auf 5 drücke, passiert auch nichts. Und auf dem Nummernblock, ah, da ist Lenken. Ja, okay, dann halt doch M. Ja, der Motor läuft. Wir sind in der ersten Folge und der Motor läuft. Ich bin das nicht gewohnt. Okay, ruhig bleiben, Herr Frenkel, weitermachen. Sonst schimpfen die Simulator-Experten wieder, dass sie das nicht ernst nehmen. So, okay, jetzt habe ich jetzt Anlassen gemacht. Anlassen ist nur möglich, wenn keiner der Gangwahltaste eingetastet ist. Aha, zum Abstellen des Motors. Ja, machen wir gleich nochmal. Ja, nochmal M, das ist einfach. Und nochmal an. Okay. Nach dem Anlassen muss zunächst der Betriebsdruck in der Druckluftanlage aufgebaut werden, damit Bremsen, Luftfederung und Türen ordnungsgemäß funktionieren. Achten Sie hierbei auf die weißen Zeiger der beiden Doppelmanometer links auf dem Armaturenbrett. Doppelmanometer. Das hier? Das hier? Das hier? Oder das hier? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Wenn wir den länger laufen lassen, dann passt das schon. Dann hat er schon irgendeinen scheiß Druck aufgebaut, gehe ich mal von aus. So...
Bla bla bla, Steuerung. Spätestens jetzt sollten Sie sich für eine mögliche Steuerungsart entschieden haben. Tastatur, Maus oder Lenkrad, Joystick. Ja, natürlich, ich habe schon längst entschieden, ich habe Tastatur, weil mit Lenkrad kann ja jeder. Das wisst ihr ja, ich suche ja immer die Herausforderung. So, gut. Muss ich jetzt irgendwas beachten? Drücken Sie 8, um kurz aufs Gas zu gehen. Okay, auf dem Numpad die 8. Boah, da heult er auf, ey. Ich glaube, ich habe am Anfang kurz mal reingeguckt. Das Ding hat sagenhafte 200 PS oder sowas. Glaube ich, aber das ist für so einen dicken Bus ja eigentlich nicht so viel, glaube ich, oder? So, Gas und die Bremse. Ah, da genau. Guck da mal, da unten, hier, Pedale. Gas, Bremse. Funktioniert, wunderbar. So, weiter geht's. Was kann ich noch? Das Lenkrad links, das Lenkrad rechts. Ah, das fährt auch automatisch wieder zurück, wenn ich loslasse. Das ist sehr gut. Und, was steht denn jetzt hier noch für ein Quatsch? Bleibt die Stelle... Während das Gaspedal automatisch in die Leerlaufstellung kommt, sobald die Taste losgelassen wird, bleibt die Stellung des Bremspedales erhalten. Assa. Aha. Okay, alles klar. Keine Ahnung, wozu ich das wissen muss. So, jetzt kann man da bitte mal fahren hier, oder was? 8 drücken, dann gebe ich Vollgas. Aber er fährt ja noch nicht, ne? Warum auch immer. Blätter mal nochmal um. Oh Gott, oh Gott. Okay, wenn Sie nun abfahrbereit sind, legen Sie einen Gang ein. Gangwahltaste 3 auf der Tastatur D. Okay, pass auf, da, das hier, das sind diese komischen Dinger hier. Da kann ich direkt drauf drücken. Jetzt ist der Gang drin wahrscheinlich. Und wenn ich nochmal drauf drücke, geht er dann wieder aus, oder was? Moment. D. Okay, wenn ich auf D drücke, dann wird es auch gedrückt. Kann ich entweder per Hand drücken und, oder per D. Alles klar, so. Und lösen Sie die Feststellbremse mit Punkt. Die Feststellbremse. Wo ist hier die Feststellbremse? Ach so, ich muss einfach nur mal einen Punkt drücken. Ha! Das ist die Feststellbremse. Oh, er rollt. Er rollt schon. Dann ist ja alles in Ordnung, oder? Kann ich fahren? Kann ich fahren? Kommt noch irgendwas? Bleib mal stehen kurz. Halt. Rollt er immer leicht vor. Das müsste er eigentlich, wenn es eine Automatikschaltung ist. So, jetzt, wie ist denn das mit den Türen und so? Wie geht das denn? Okay, jetzt erstmal weiterlesen. Erste Hilfe. Sollte ich irgendwo mich festgefahren haben, kann ich durch Einlegen des Rückwärtsgangs zurücksetzen. Also, erst auf N neutral und dann auf R um Rückwärtsgang. Gut, das muss ich mir merken oder zumindest irgendwo notieren so. Sind Sie mit einem Fahrzeug kollidiert, müssen Sie zunächst anhalten und den Warnblinker mit B einschalten. Dann ist das schwierig. Anschließend öffnen Sie das Menü mit Alt und rufen über die Schaltfläche die Polizei, die den Unfall aufnimmt und den Abtransport, bla 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 bla. Okay. Über die Schaltfläche tatütata. Pass mal auf, das schauen wir uns auch noch schnell an hier. Hier, also Warnblinkanlage und dann hier draufdrücken, oder? Ja, er hat es erkannt. Es ist kein Unfall passiert. Okay. Haben wir verstanden? Dann kann das Fahrzeug auch Schaden nehmen, dass er... genau. Da erinnere ich mich dran, bei meinem ersten Let's Play in den ersten 7 Folgen, da fuhr der Bus plötzlich nicht mehr und ich wusste nicht warum und da war irgendwas kaputt, Schnick. Und da hätte ich den also quasi reparieren können hier. Da, mit dem Ding. So, und wenn ich mich irgendwie zurücksetzen möchte, dann kann ich das hier machen. Auf diesen Punkt hier. So. Und jetzt steht da, Sie sind bereit, loszufahren und die Gegend zu erkunden. Ja, das freut mich doch. Dann machen wir das mal, oder? Auch wenn ich nicht weiß, wie die Türen aufgehen und zugehen. Egal. Auf geht's! Er fährt! In der ersten Folge schon! Okay, jetzt erkunden wir erstmal Grundorf, würde ich sagen. Bevor wir dann das mit den Fahrgästen machen, weil das steht dann als nächstes im Handbuch. 2.11, die erste Fahrgastfahrt. Und da steht als erstes die Frage, fühlen Sie sich fit? Ja, und das tue ich noch nicht, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier mit der Steuerung klarkomme. So! Auf geht's! Ah! Ah! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Dieses Kopfsteinpflaster. Das ist tödlich. Das klingt so laut. Da dachte ich im ersten Moment, da ist was kaputt. Da bin ich wieder erschrocken. Und da, links, da wieder der DDR-Grenzturm. Mit Schießbefehl wahrscheinlich. Bin gespannt, wie viele Leute jetzt wieder in die Kommentare reinschreiben. Das ist kein DDR-Grenzturm. Das ist ein... Ich kenne ja meine Pappenheimer. So. Ich habe grafikmäßig auch alles optimal eingestellt, hoffe ich. Ja, also, dass es die perfekte Grafik ist. Moment. Die Bremse auf 2 ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gut, da können wir links schauen und rechts schauen. Und falls ihr die ganzen Autos seht und euch wundert, warum das alles so alte Autos sind, das spielt in der Vergangenheit. Das spielt in den 80er Jahren. Also zumindest das Hauptspiel. Das Wien-Add-on spielt, glaube ich, 2005 dann. So, da sind die ganzen Golfs unterwegs. Kann ich jetzt einfach hier rüberfahren? Scheiße, ich habe nicht auf die Ampel geguckt. Egal, komm. Wir fahren jetzt einfach mal hier links rum.
So. Und dann fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend, ne? Schauen wir mal, was das Ding kann. Schauen wir mal, was der so drauf hat, geschwindigkeitsmäßig. Wir sind jetzt am Ende dieser Episode, ja? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr auch wirklich mehr sehen wollt. Ein paar Folgen mache ich sowieso. Aber dann wird sich entscheiden auf Dauer, ja, ob das ein längeres Let's Play wird. Deswegen wäre das ganz nett, wenn ihr eure Meinung mitteilt. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke erstmal. Ciao, ciao!